So, liebe Fußballfreunde, ja, in der letzten Folge, in der Folge 508, habe ich ja das Angebot bekommen hier von Tottenham Hotspurs. Und ja, ich muss sagen, es hat mich bewegt. So, hier haben wir jetzt Johannes Brinkis und Christopher Kramer sind 11 des Tages vertreten gewesen. Das müssen wir natürlich jetzt erstmal hier gutieren. Bei ihm können wir nichts machen. Bei Fritte Brinkis glaube ich auch nicht. Nee, da hatte ich schon mitgesprochen. Scoutliste. Also ein 70 sollte schon vergeben sein. So, das sind jetzt die Spieler, die von der Scoutliste uns empfohlen wurden. Da können wir mal gucken. Da haben wir hier einen Raphael, Torwart 4. Ja, da brauchen wir im Moment nicht tätig werden. Das ist nicht Raoul. Nee, der kommt für uns nicht in Frage. Auch nicht. Ja, der hat natürlich hier extreme Schnelligkeit und Antritt, ne? Teromir Kutora ist slowakisch. Hier haben wir einen Stürmer, aber der hat nicht gute Schnelligkeit, keinen guten Antritt. Nee, ist keiner dabei. War mal ganz nett, aber nicht einer dabei, der uns jetzt im Großen und Ganzen mehr interessieren würde. Vermeulen, den können wir hier an der Stelle mal loben. Geht auch nicht. Also ich würde sagen, wir lassen mal den Wochenverlauf starten. Wie gesagt, Tottenham Hotspur hat mir ein Angebot gemacht. Ja, was ich dazu sagen kann, ist natürlich, ich weiß, wenn ich hier die Hansa-Gruppe verlasse, das würde für unsere Community hier einen Rückschlag geben, denke ich mir. Ne? Das würde einen Rückschlag geben. Weil es ist, ich weiß, ihr habt euch ja auch schon so dran gewöhnt, dass ich bei der Hansa-Kogge bin. Ne? Ich weiß. Aber ich habe es noch nicht ganz abgetan. Es ist, steht jetzt das Pokalspiel an. Hier sehen wir, Robert Putz wird immer besser in der Liga. Marvin Ducksch aber auch. Und ich warte jetzt noch den Tag jetzt ab. Nach dem Spiel gegen Oldenburg müssen wir gegen den HSV antreten. Mein zukünftiges Projekt mit FIFA 17. Freue mich schon drauf, weil ich kann es jetzt heute Abend schon vorbereiten. Also heute Abend, 2.11. Bereite schon mal alles vor. Und am 4.11. wird es dann für euch hochgeladen werden. So, hier sehen wir Gastgeber Juventus Turin in der Meisterliga, im Champions League, und bei den Europa Liga ist es Bayern München. Na, das freut mich doch für die Bayern. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das Angebot von den Spurs noch steht. Und ich habe ja bei den Bayern noch angefragt, die haben im Moment ja eine Krise. Ich habe auch beim HSV angefragt. Ich kann aber auch meinen Vertrag hier in der, bei Hansa verlängern. Also ich habe mehrere Optionen, die ich jetzt hier einfach in Ruhe mir überlegen werde. Ganz klar. Aber es heißt nicht, weil ich jetzt so lange bei Hansa bin, dass ich da ewig bleiben werde. Das ist, will ich hier an der Stelle natürlich auch. Ich muss natürlich gucken, als Trainer muss ich mich ja auch weiterentwickeln. Und ich habe jetzt nur ein Level von 10. So, das kann ich jetzt aber hier aufschreiben. Und zwar VfB. Oldenburg. Gegen uns. Und das ist die zweite Runde DFB-Pokal. Aber den Titel dieser Folge nenne ich jetzt Angebot fürs Meloni.
Weil ich will ja da draußen so ein bisschen Neugierde erzeugen. Ganz klar. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob da noch was reingekommen ist. Hier sind wir die anderen Spieler. So, jetzt wollen wir noch mal gucken. Erstmal, was im News Center gesagt wird. Da ist soweit jetzt erstmal nichts. Dann gucken wir bei Karriere, Optionen. Ja, das Angebot von den Spurs ist da. Die wollen mich aber sofort haben, ne? Naja, Leute, es ist jetzt so. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Also, ich will jetzt in dieser Folge eine Entscheidung treffen. Entweder bleibe ich bei der Kogge. Jetzt wollen wir nochmal vergleichen, was haben denn die Spurs vorzuweisen. Die Spurs sind, was von der Historie anzuschauen ist in der Premier League, haben die in den letzten Jahren von 2003 bis 2022 keinmal den Titel erreicht in der Premier League. Und die Spurs zählen, ja doch, würde ich mal sagen, doch in den letzten Jahren zumindest zum obersten Tabellendrittel. Ne? Bester Spieler, treuster Spieler ist Vertonghen. Das Stadion ist natürlich mit unserem Stadion hier nicht zu vergleichen. Es ist ein geiles Stadion, ohne Zweifel. Wir können mal reingucken. Es ist sogar ein Originalstadion, was wir hier haben. Guckt euch das mal an, die White Hart Lane. Das ist schon eine geile Nummer. Das Team. Erste Mannschaft. Ich gehe die mal so durch. Eriksen hier. Guter Mann. Oh, Holtby ist sogar hier. Noblé. Ja, mannschaftsmäßig. Ach, Grütering. Der war doch mal bei uns. Ja, Grütering bei den Spurs. Da hätte ich sogar noch ein bisschen Rostock. Würde ich sogar ein bisschen Rostock behalten, ne? Ist ja geil. Das ist ja geil, ja, der war hier 21 bis 22 und dann ist er dahin gegangen, hat jetzt 14 Einsätze immerhin gefahren. Ist ja cool. Das ist sein Widersacher hier. Aber was wir hier auf jeden Fall sehen, die haben hier eine Sturmschwäche. Die sind im Sturm nicht so stark besetzt hier mit Rodriguez und Noblé. Also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem der Mannschaft. Der Verein hat das letzte Mal die Meisterschaft 1961 geholt. Pokalsieg ist allerdings 2022 der letzte Erfolg. Und Supercup-Sieg auch 22. Also da sind sie noch recht frisch. Europapokal 2018. Haben sie ihn geholt. Das ist noch nicht so lange her. Leute. Aber dafür jetzt die Hansa-Kogge aufzugeben. Ich sage erstmal nein. Ich werde das Angebot jetzt hier in dieser Folge nicht annehmen. Und wir gucken uns das Spiel an. Wir bereiten uns aufs nächste Spiel vor. Ich will das jetzt aus dem Kopf rauskriegen. Und ich würde jetzt Kevin Prince Boateng wieder. Nee, wir geben erstmal noch Aftegi die Chance. Wir lassen das erstmal noch so drin. Boateng kann sich noch ein bisschen ausruhen. Ich würde aber heute im Spiel Ole Fleck mal von Anfang an spielen lassen wollen. Und auch Nicham. Und wer zuletzt auch nicht gespielt hat, das wäre jetzt Lars Bender. Der müsste auch mal wieder reinkommen, unser Kapitän. Dem muss ich mal wieder eine Chance einräumen. Alles andere bleibt. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns den Gegner mal im Detail an. Natürlich gebe ich hier eine zusätzliche Prämie raus. Zweite Runde. Da müssen wir noch nicht so
exorbitant rangehen. Und das ist unser Gegner. Ja, da brauchen wir gar nicht ins Detail gehen. Aber da ich das jetzt mal angefangen habe, will ich das trotzdem machen. Also im Tor haben wir Leon de Rieder oder Rieder oder Ridder. Wille Valdari Stark. Napoli. Baal. Pierre Obst. Boris Wich. Max Koch. Bruno. Julian Luke. Kai Bröger. Und das war's. Ich würde sagen, hier gibt es jetzt nicht viel zu erzählen. Ich hoffe nur, dass meine Mannschaft jetzt mich nicht enttäuscht. Wen ich aber noch ins Team reinnehmen werde, ist jetzt ganz klar Jonathan Tah. Dann werde ich den Harry mal rauslassen. Und ich werde Tah hier rüberziehen. Und Zatten soll mal mit reinkommen. Okay, und Alex Andres für Kramer hier. Dann kann der Kramer sich mal ausruhen. So, gehen wir rein. Dann würde ich sagen, viel Spaß. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen hier aus Oldenburg. Genauer gesagt vom VfB Oldenburg, 1897 gegründet. DFB-Pokal, zweite Runde. Ja, ich bin noch hier bei der Hansa Kogge, weil das Angebot von den Spurs ist natürlich, wie gesagt, ein interessantes, aber ich muss ja auch ein bisschen hier an meine Community denken. Jetzt hier mitten in der Saison rauszugehen, wäre fatal. Mein Vertrag läuft aus, den kann ich allerdings verlängern lassen. Das ist jetzt nicht das Problem. Und es läuft ja gut. Also gibt es eigentlich keinen Grund, außer dass man mal was anders kennenlernen möchte, hier zu wechseln. So, jetzt müssen wir aber heute uns erstmal auf das Spiel hier der Hansa Kogge konzentrieren. Und wir spielen gegen einen Gegner, der natürlich, und wir sehen hier, Brinkis haut sich hier voll rein. Ja, das Spiel hakt so ein bisschen, das hat wieder mit einem Update zu tun. Da habe ich leider ab und zu mal das Pech. Das wird wohl jetzt, ich hoffe, nicht das ganze Spiel durchgehen. Ja, Oldenburg, natürlich im Pokal haben wir immer das Problem, dass die Mannschaften etwas stärker dann sind, weil man will ja auch hier mit in diesen Fußballmanager so ein bisschen so den Realismus reinbringen, dass natürlich auch mal kleine Mannschaften gegen die größeren gewinnen können. Deswegen ist das immer so ein Wabank-Spiel hier. Ich hoffe, dass meine Mannschaft, wir haben ein bisschen rotiert, das relativ schnell in den Griff bekommt. Für Nijam ist das heute mal eine Bewährungsprobe. Nur damit man mich jetzt auch ganz klar versteht an der Stelle. Ich werde die Mannschaft hier in dieser Saison nicht auseinanderruppen. Es werden auch keine größeren Verkäufe getätigt. Vielleicht wird der ein oder andere Spieler aus der zweiten Mannschaft verliehen, um mehr Spielpraxis zu sammeln woanders. Das muss man noch überlegen. Aber die Mannschaft, die jetzt in die Saison reingegangen wurde, die hat mein Vertrauen. Und da ist Bender und da ist Patrick Weihrauch und da ist das 1:0. Patrick trifft wieder. Das läuft wieder. Wunderbar. Ja, ganz wichtig heute, dass wir recht früh hier in Führung gehen, damit wir erst gegen so eine kleine Mannschaft gar nicht in die Bedrulle kommen. Wurde erst pariert hier vom Keeper der Schuss, aber dann staubt Patrick Weihrauch ab. Für ihn ganz wichtig, dass er wieder Selbstvertrauen tankt. Sturridge heute mit von der Partie von Anfang an wieder. Auch er relativ schnell ins Team reingefunden. Poyampolo ist noch nicht abgeschrieben. Das sollte man hier an der Stelle auch nochmal klarstellen.
Julian Neu, der Boswick Jackson jetzt hier vertreten muss, lange Zeit. Und da ist Patrick. Und da ist Sturridge. 2:0. Der Torreigen geht weiter. Daniel Sturridge hat nahtlos hier zu uns gefunden. Ist sofort integriert in die Mannschaft und ihr habt ja auch gesehen, er hat uns den Ruck gegeben, den wir uns von ihm erhofft haben. Also im Grunde genommen war das ein Risiko, was wir da gegangen sind. Aber es hat den erhofften Nutzen bis jetzt gezeigt. Und einen Stürmer mehr von der Klasse eines Sturridge zu haben, war jetzt schon besonders wichtig für das Team, weil wir ja doch hier unsere Meisterschaft verteidigen wollen und auf der anderen Seite noch die Champions League vor der Brust haben und auch dort wollen wir verteidigen. Und Brinkies, ich muss ja gar nichts mehr zu sagen, Brinkies ist im Moment auch in der Mannschaft anerkannt. Das war ja lange Zeit nicht immer so. Aber da redet keiner mehr drüber, dass er nur ein Ersatztorwart ist. Im Gegenteil, viele sagen, wenn der so seine Form weiterhin hält, könnte das auch mal ein Mann für die Nationalmannschaft noch werden. Zumindest für die Position 2 und 3. Da ist er. Ja, da ist wieder Brinkies. Also das läuft alles richtig entspannt im Tor. Und da ist Sturridge mit einem sensationellen Pass hier auf Schmitzkatz. Von dem ich mir noch ein bisschen mehr erhoffe. Also da bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit seinem... Aber jetzt hier ein toller Pass. Und nur mit viel Glück kann ja die Abwehr von Oldenburg verhindern, dass Patrick Weihrauch mit seinem zweiten Treffer zuschlägt. Aber das war jetzt gut gemacht von Schmitzkatz. Ich hoffe, das Haken des Spiels stört euch nicht. Und das ist Abseits. Wie gesagt, da läuft ein Update im Hintergrund, das ist immer blöd. Halbe Stunde gleich rum, 2:0 Führung, also das läuft wie geschnitten Brot, würde ich sagen. Sturridge, ja, verliert hier den Zweikampf. Schmitzkatz setzt nach, wieder Sturridge, er ist schnell auf dem Bein. Pass auf Schmitzkatz, Sturridge, Nietzscham, boah. Ja, ich habe mit Nietzscham auch vor dem Spiel ein längeres Gespräch geführt und habe ihm gesagt, er soll jetzt nicht denken, dadurch, dass er oft auf der Tribüne sitzt oder auf der Bank sitzt, dass ich ihn hier nicht berücksichtige. Er wird seine Chancen bekommen, aber er muss auch mich als Trainer verstehen, habe ich ihm versucht klarzumachen, dass, wenn es läuft in der Mannschaft, und ich habe ihm das Beispiel von Forte Brinkies gegeben. Ach, und da ist das 3:0, Patrick Weihrauch trifft. Also das läuft jetzt wieder bei Patrick. Und da kann man mal sehen, wie schwierig doch so eine Saison starten kann, wenn du nach so einem großen Erfolg, Meisterschaft und Champions League-Sieger in so eine neue Saison reingehst und ja, wenn da nicht ein Rad ins andere greift, wenn da noch Verletzungen kommen, so wie jetzt bei Borswick zum Beispiel wieder ganz eklatant, 25 Wochen verletzt, Schädelbruch, da kann das auch mal sehr schwer so eine Saisonstart sein, sehr, sehr zäh, aber jetzt läuft es wieder für Patrick. Gut, der Gegner ist natürlich heute auch ein nicht so starker, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber wir brauchen bei Patrick nicht drüber nachdenken. Er hat sich mehrere Jahre hier Weltklasse-mäßig präsentiert. Immer wieder auf ganz hohem Niveau gewesen und das verlernst du ja nicht. Ja, das hat vielleicht mal einen kleinen Knacks gekriegt, aber das kommt alles wieder. Ja, Jonathan Tah wieder von Anfang an dabei heute. Die Spielpraxis muss ich ihm geben. Er ist eigentlich ein Spieler, der bei uns gesetzt ist. Aber auch hier hat es mit Hannessen
einen Spieler geschafft und mit Harry, die sich in das Team reingespielt haben. Und ein Zatten ist ja auch noch hinten dran. Und ja, ich sage immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Insofern alles gut. Alles gut. Wir sehen auch, Hannessen hat hier ein sehr gutes Stellungsspiel. Julian Neu. Auch mit ihm habe ich ein Gespräch geführt. Er hat das ja schon mal gemacht. Es ist jetzt nicht neu für ihn, dass er Borswick vertreten muss. Borswick natürlich, da brauchen wir auch nicht drüber philosophieren. Wenn er auf dem Platz steht, wenn er gesund ist, ist er natürlich stärker wie Julian. Klar, das weiß Julian auch, dass er nicht bei mir an erste Front gesetzt ist, aber er kann damit umgehen. Und jetzt sehen wir ihn gerade wieder hier die Linie lang sprintet, verliert den Ball aber. Gleich Halbzeit, 3:0 Führung, also da müssen wir jetzt im Moment uns keine Sorgen machen. Ich habe ja auch vor dem Spiel gesagt, die nächste Runde ist für euch sicher. Und das, glaube ich, kann man hier bestätigen. Schön von Sturridge gespielt hier. Also der Mann hat auch ein Auge für seinen Nebenmann. Das, was ich ja bei Poyampalo immer so hervorragend finde. Aber wir müssen Patrick Weihrauch rausnehmen. Der ist schon wieder angeschlagen hier. Da will ich nichts riskieren. Also kriegt Poyampalo jetzt gleich seine Chance. Geht's. Ja, ich habe gerade natürlich gesehen, Vlacho Dimos eine Stärke von 81. Das ist natürlich schon gigantisch. Aber Brindis jetzt rauszunehmen, das würde einen Knacks bei ihm auslösen. Das wäre kontraproduktiv. Das wäre Blödsinn aus meiner Sicht. Nur weil die Stärke von Vlacho Dimos jetzt so groß ist und weil ich ihm Spielpraxis geben möchte, das wäre Quatsch. Ein Torwart braucht das Vertrauen des, des Trainers und ja. Sturridge. Ach, toll, wie er hier Poyampalo freispielt. Und er macht fast hier das 4:0. Schmitzkatz. Nitschan. Sturridge. Also bei Sturridge muss ich wirklich nochmal was hinzufügen. Also das ist schon toll, wie schnell er sich hier in die Mannschaft eingefunden hat. Wie nahtlos vor allen Dingen, ohne jetzt irgendwo Anlaufschwierigkeiten zu haben. Wird auch von allen Spielern hier sofort akzeptiert. Da ist er wieder. Bestechend natürlich bei ihm, das muss man an der Stelle ganz klar hervorheben, ist seine technische Qualität, mit dem Ball umzugehen. Vielleicht auch seine Eigenwilligkeit. Da ist er wieder. Aber, wie wir jetzt auch immer wieder feststellen, er hat den Blick für seinen Nebenmann. Er ist ein Teamplayer. Ich hatte gedacht, dass er vielleicht es übertreibt mit dem Einzelspiel, also sprich, dass er weniger die Mitspieler einsetzt, aber das hat er hier nicht gemacht. Also bei uns hat er gleich die Mitspieler eingesetzt. Und Fritte Brinkis zeigt einmal mehr, warum er im Moment die Nummer 1 ist. Absolut tadellos sein Einsatz. Absolut tadellos. Da ist er auch wieder, also an Brinkis kommt im Moment keiner vorbei. Auch ich nicht. Ich muss ihn drinnen lassen. Vlacho Dimos hat das Gespräch zu mir gesucht. Aber er hat dann nachher auch
einsehen müssen, dass es wäre, einem Sportsmann gegenüber wie Fritte Brinkis ist, der nie aufgemuckt hat, völlig, ja, wie soll ich sagen, unfair, ihn jetzt rauszunehmen. Das Spiel hakt jetzt immer noch ein bisschen mehr, weil, wie gesagt, das Update läuft. Tut mir jetzt leid, aber das sind halt, ich meine, wollen wir mal ehrlich sein. Wenn ihr mir sagt, dass FIFA 17, wo ja alles reibungslos funktioniert, von, ach, wieder Fritte Brinkis, das ist unglaublich. Da gibt es keinen Haken bei FIFA 17, da läuft alles ganz geschmeidig, da bewegen sich die Bilder, da bewegt sich die Anzeigetafel, da ist alles echt. Und hier haben wir natürlich diese technischen Schwierigkeiten, weil ich das Spiel hier über den Laptop spiele. Aber ihr wollt es halt sehen. Also, beschwert euch nicht. Beschwert euch nicht. Ja, dass ich so ruhig moderiere, hat jetzt natürlich damit zu tun, wir führen 3-0. Wir müssen uns hier in keinster Weise Gedanken machen. Zudem hakt das Spiel hier gerade im Moment mörderisch stark. Also ist fast Standbild hier. Und in Meisterschaft und in Champions League läuft es im Moment ja auch nicht schlecht. Die Mannschaft zeigt Moral. Es gibt Verletzungen, die man ausgleichen muss. Die Verletzung von Borswick Jackson. Dann hatten wir ja die... Oh, da hat sich jemand verletzt. Hat sich das Sturridge verletzt? Von denen verletzt. Ich habe das jetzt, muss ich nochmal gucken. Nee, Sturridge hat sich verletzt. Ja, dann mache ich das, was ich letztens gemacht habe. Denise Aftajai kommt rein. Ich lasse ihn mal einen Stürmer auflaufen. Was soll's? Was soll's? Sturridge muss jetzt, ich hoffe, dass sich jetzt da nicht wieder so eine große Verletzung anbahnt, wie bei Borswick Jackson. Das wäre jetzt natürlich scheiße, weil Sturridge, wie gesagt, gerade so guten Lauf hat. Spiel hakt jetzt richtig übel. Aber da müssen wir jetzt durch. So, weitere Einwechslung bei Oldenburg, die jetzt nicht von großer Bedeutung sind, weil A, kenne ich die Mannschaft nicht im Detail. Und das Ding ist hier eigentlich gelaufen. 73 Minuten rum. Wir müssen noch 27 Minuten. Ne, 17 Minuten müssen wir noch überstehen, jetzt noch 16, bisschen Nachspielzeit noch. Insgesamt war das heute eine solide Partie und ich hoffe, dass die Verletzungen hier von Sturridge nicht von großer Bedeutung sind. Wir haben schon mit der Verletzung von Borswick Jackson eine schwere Verletzung wegstecken müssen. Und das Fatale, er war ja schon in der letzten Saison so schwer verletzt. Da ist Nijam. Ja, was haben wir von Nijam gesehen? Keine schlechte Leistung zumindest. Aftajai jetzt in der ungewohnten Rolle als Stürmer. Wird bei euch bestimmt auch so ein bisschen Kommentare auslösen, denke ich mir. Der eine oder andere wird sagen, jetzt setzt du doch mal mit Nijam und mit Aftajai das offensive Mittelfeld spielen können und dann nur mit einer Sturmspitze, aber ihr kennt das, ich halte an meiner Raute fest. Erfolg
ja, gibt mir eigentlich recht aus der Vergangenheit. Hier abseits von Oldenburg. Poyampalo, ja, war jetzt nicht so der Burner, als er reingekommen ist. Bänder unauffällig. Und ich hoffe nicht, dass sich da Poyampalo verletzt hat. Also, ach, und rote Karte hier für Napoli, der sich hier noch entschuldigt bei Poyampalo. Und das sieht nicht gut aus. Eieiei, zwei Spieler jetzt arg gebeutelt, arg mitgenommen. Und leider ein Abseitstor hier von Poyampalo. Nietzsche. Ja, verliert den Zweikampf. Ihm fehlt es natürlich jetzt auch an Spielpraxis. Das muss ich natürlich entschuldigenderweise für ihn gut schreiben. Hat oft auf der Bank bzw. auf der Tribüne gesessen. Julian macht seine Sache hier gut auf der linken Mittelfeldseite. Poyampalo macht fast sein Tor hier. Scheint verletzungstechnisch nicht ganz so schlimm zu sein bei ihm. Zumindest in der Aktion konnte ich jetzt keine Bewegungsabläufe erkennen, die auf eine Verletzung hindeuten würden, die ihn jetzt noch beeinträchtigen würde. Da ist er. Und da ist das Spiel vorbei. Wir sehen uns gleich im Nachbericht. So, da sind wir schon beim Nachbericht. Bin gespannt, welche Mannschaft auf uns in der nächsten Runde stößt. Aber ich sehe keine weiteren Verletzungen hier. Das ist schon mal gut. Okay, dann können wir mal die Finalauslosung hier dritte Runde laufen lassen. Fortuna Düsseldorf. Gegen 1. FC Köln. Ja, das ist natürlich ein rheinisches Derby. Kaiserslautern, wir gehen in die Pfalz. Und Hallischer FC. SV Sandhausen. Gegen Schalke 04, das ist natürlich für die Sandhäusener ein gutes Los. Bayern München. Hohohoho. Gegen Bayern 04 Leverkusen, das ist ein Kracher. Das ist ein Kracher. Hamburger SV. Gegen uns. Meine alte Liebe Hansa gegen meine alte Liebe Hamburger SV. VfB Stuttgart gegen 1860 München. Aalen, VfR Aalen gegen Essen. So sieht's aus. Ich hätte Wahrsager werden sollen. Und Eintracht Frankfurt zu Hause. Jawohl. Das gibt's doch gar nicht. Gegen Nürnberg. Schöne dritte Runde. Wir gegen den HSV. Ist machbar. HSV ist ja Aufsteiger hier in die Bundesliga in meinem Let's Play. Können wir mit leben. Absolut gut. Nächster Gegner ist der HSV. Der zweite gegen den 16. Wir sehen, der Dino hat große Schwierigkeiten hier in der Liga, sich zu halten. Weihrauch und Poyampalo sind wieder fit, wie ich gerade sehe. Okay, das wird also das nächste Spiel sein. Wir spielen allerdings zu Hause. Was ich jetzt nochmal gucken möchte, ist natürlich, gibt es Verletzungen? Ja, Stölsch ist noch verletzt. Da will ich aber mal reingucken, wie lange noch.
11 Tage, das ist doch nicht so eine leichte Verletzung, wie ich dachte. Eine Bauchmuskelzerrung, ja gut, das ist nichts Dramatisches. Da wird er sich schnell von erholen. Das ist nicht so schlimm. Ja, das können wir. Aber guckt euch mal hier Fritte Brinkis an. Also der geht doch im Moment durch die Decke, oder? Da läuft es doch hervorragend. Vertrag bis 2025, den könnten wir eigentlich neuen Vertrag anbieten. Was meint ihr? Wir sind jetzt in 22, 23. Ich will mal gucken, weil er hat natürlich auch mehr Gehalt verdient jetzt, ne, für die Leistung, die er da bringt. Das sollte man jetzt doch mal honorieren. Also Durchschnittsgehalt liegt hier bei 2,6 Millionen. Da will ich ihm schon mal so 1,5 will ich ihm schon mal stecken. Ein Handgeld 70.000, also er ist sehr bescheiden, das sieht man auch. Kriegt er 100.000 jetzt von uns. Und du wirst in der Regel spielen. Zukunft, 29 Jahre, ich mache aus dir einen Nationalspieler, sage ich. Ich bin mal immer gespannt. Dann will ich ihn aber auch eine jährliche Erhöhung von 3% hier mit reinbasteln. Und nochmal eine Option für uns mit reinziehen. Und bin gespannt, weil das hat er jetzt einfach verdient. Das hat er jetzt einfach verdient, finde ich. Er ist total aus dem Häuschen jetzt. Ole Fleck. Er ist gut trainiert. Jonathan Tah. Bin auch im Moment zufrieden mit dir. Der wird wieder in die Mannschaft reinkommen, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Hannessen, auch gute Leistung bis jetzt. Großes Lob. Lassen wir es erstmal gut sein mit den Gesprächen. Sturridge wird jetzt ausgetauscht, dadurch kommt Poyampalo rein. Und Gylfason kriegt wieder seine Chance. Aber wir sehen, Gylfason ist jetzt so ein bisschen der Leidtragende von der ganzen Geschichte hier. Dann wollte ich nochmal gucken bei den Karriereoptionen, ob sich da noch irgendwas jetzt Neues getan hat oder ob das Angebot nach wie vor von den Spurs besteht. Ich sehe da nichts mehr. Das bedeutet entweder Vertragsunterzeichnung oder noch mal bei den Bayern noch mal fragen oder bei Dortmund. Dortmund könnte man mal anfragen. Sind derzeit nicht interessiert. Bayern werden in die Idealbesetzung. Ist auch nicht interessiert. Hamburger SV auch nochmal eine Anfrage stellen einfach. Okay, dann lasse ich es gut sein. Ich habe ja immer noch Gelegenheit, in der Winterpause meinen Vertrag zu verlängern. Ich denke, das ist früh genug. Aber es muss dieses Jahr ein Thema sein. Ich muss ja schauen, wo ich bleibe. In diesem Sinne, bleibt mir weiterhin gewogen, euer Smiloni.